zerstören. Und zwar jede Menge Zerstörung. Just Cause 3 ist ein großartiger Spaß für alle, die Lust auf fette Explosionen haben und sich gerne wie ein Superheld fühlen. Entwickler Avalanche hat einen riesigen Action-Spielplatz aus dem Boden gestampft, in dem ihr euch zwischen 15 und 40 Stunden austoben könnt. Je nachdem, ob ihr nur der Story folgt oder wirklich alle feindlichen Basen befreit und euch kreativ neue Wege der Zerstörung ausdenkt. Die Spielwelt ist gigantisch. Aber weil Held Rico Rodriguez so enorm mobil ist, macht das Herumdüsen einen Heidenspaß, statt auf Dauer öde zu werden. Ein gigantisches Arsenal an Vehikeln steht für euch bereit. Mit Panzern und Helikoptern seid ihr nicht nur schnell unterwegs, sondern nehmt von feindlichen Truppen besetzte Lager auch in Sekundenschnelle auseinander. Genau das ist auch das Spielziel, alle Feindbasen auf der Inselgruppe Medici vernichten, um den Einfluss eines bösen Diktators vollends zu beseitigen. Jede Basis besitzt dabei wichtige Objekte, die praktischerweise mit roter Farbe markiert sind. Zerstört ihr alle dieser Satellitenschüsseln und Benzintanks, gilt ein Außenposten als befreit und verbündete Milizen übernehmen den Standort. Außerdem schaltet ihr Belohnungen frei, meist in Form weiterer Fahrzeuge und Waffen. Neben Militärbasen wollen auch Städte befreit werden. Hier müsst ihr zum Beispiel Statuen des Diktators auseinandernehmen. Wie ihr das anstellt, steht euch dabei immer komplett frei. Nächstes Mal etwas mit weniger Schnurrbart. Wie schon in Just Cause 2 ist der Greifhaken das wichtigste Utensil von Held Rico. Diesmal dürft ihr auch bis zu 3 Kabel gleichzeitig spannen und die auf Knopfdruck zusammenschnappen lassen. Dadurch lassen sich viele absurde Stunts ausführen und Kettenreaktionen auslösen. Vor allem aber bietet der Greifhaken die ultimative Gelegenheit, herumzublödeln. Damit ihr stets das richtige Werkzeug parat habt, lässt sich jederzeit Nachschub an Waffen und Fahrzeugen anfordern. Das kostet allerdings eine Signalfackel, Ersatz gibt es in befreundeten Siedlungen. Wer gerne in Spielen mit den vorhandenen Systemen herumexperimentiert, wird Just Cause 3 lieben. Der Action-Titel bietet unzählige Möglichkeiten, sich seinen Spielspaß in der völlig frei begehbaren Spielwelt selbst zu schaffen. Große Innovationen suchen Serienkenner zwar vergeblich, aber bei den einzelnen Spielbereichen macht Just Cause 3 alles besser als die Vorgänger. Egal ob Fahrzeugsteuerung, Feuergefechte, Grafik oder Abwechslung, Teil 3 ist ohne Frage der beste Teil der Serie. Ein perfektes Spiel ist Just Cause 3 dennoch nicht. So wirkt das unvermeidliche Upgrade-System etwas aufgesetzt. Überall in der Spielwelt warten Herausforderungen in 8 Disziplinen auf euch. Das sind immer Zeitrennen oder Highscore-Zerstörungsorgien. Eigentlich ganz nett als Abwechslung zum Ausräumen der Basen. Allerdings gibt's für eure Leistung Upgrade-Punkte, mit denen ihr Ricos Fähigkeiten verbessert. Weil der Held jedoch anders als in anderen Spielen bereits von Anfang an die wichtigsten Moves beherrscht, gibt es kaum einen Anreiz, die Herausforderung zu bewältigen. Zumal euch das Spiel durch die Auswahl von Talenten Entscheidungsfreiheit suggeriert, ihr in Wahrheit aber linear eine Verbesserung nach der anderen freischaltet. Anderswo ist die spielerische Freiheit in Just Cause 3 nahezu grenzenlos. Denn dank Fallschirm und dem neuen Wingsuit seid ihr unglaublich flott unterwegs, selbst wenn ihr nicht in einem Fahrzeug sitzt. Es macht einfach einen Wahnsinnsspaß, knapp über den Boden entlang zu gleiten und per Greifhaken Geschwindigkeit aufzunehmen. Wir hatten dabei so viele tolle beinahe Kollisionen, dass wir nur ganz selten auf die optionale Schnellreisefunktion ausgewichen sind. Die wollen den Sender aktivieren! Zerstör ihn! Just Cause 3 ist bei all dem tollen Chaos, den Explosionen und dem kreativen Mach-was-du-willst-Ansatz aber nicht einfach nur eine große Sandbox ohne Handlungsrahmen. Bewacht den Helikopter! Klug, sehr klug. Du könntest Ägypter sein. Rodriguez? Na, wohl eher nicht. Jetzt komm schon!
Die Story umfasst 25 Missionen und bietet gute Standardkost. Weder ist sie sonderlich clever oder überraschend, noch legendär schlecht und langweilig. Sie funktioniert einfach und bietet eine gute Motivation, um vom einen Ende der Insel zum anderen zu reisen. Tatsächlich warten die Zwischensequenzen sogar mit ein paar lustigen Momenten auf, die auch im Deutschen dem Spieler das ein oder andere Grinsen entlocken. Ah, guter Mann, danke! Und ich war nicht mal auf der Tanzschule, ob Sie es glauben oder nicht, hä? War das komisch? Unvergesslich. Verdammt! Wenig Grund zum Meckern bieten die Story-Einsätze, die ein buntes Potpourri aus Ballern, Fliegen, Rasen und Zerstören bieten. Das Schöne an Just Cause 3, es gibt keine aufgesetzten Skriptsequenzen. Alles, was in den Missionen passiert, ist auch im freien Spiel möglich. So kann jeder seine ganz persönlichen Wow, ist das cool Momente erleben, auch wenn die Handlung längst ein Ende gefunden hat. Vor allem, weil ihr nach dem Schluss quasi unendlich weiterspielen könnt. Bereits befreite Siedlungen lassen sich dann nämlich wieder in den Ausgangszustand zurückversetzen. Als Third-Person-Shooter ist Just Cause 3 solide, aber der Fokus liegt eben nicht auf den Ballereien. Das merkt man schon an der etwas zu geringen Waffenauswahl. Während es jede Menge Raketenwerfer gibt, müsst ihr euch mit gerade mal 4 Sturm und einem leichten Maschinengewehr begnügen. Fußsoldaten sind mehr lästige Hindernisse als echte Gefahrenherde. Das soll aber nicht heißen, dass Just Cause 3 zu einfach wäre. Gerade im späteren Spielverlauf stirbt man so einige virtuelle Tode. Da hilft es, sich eins der vielen Fahrzeuge zu schnappen und die Widersacher im Dutzend wegzuholzen. Just Cause 3 ist unverfälschter Spaß am Zerstören. Auf der Oberfläche täuschend simpel, doch dank der vielen Möglichkeiten des Greifhakens überraschend tiefgängig und über viele Stunden hinweg auf höchstem Niveau unterhaltsam. Es steckt so viel in diesem Spiel, einzig ein Mehrspielermodus fehlt. Allerdings gibt es eine Reihe von Bestenlisten. Das Spiel vergleicht eure Leistung in mehreren Disziplinen mit denen eurer Freunde und anderer Spieler. Entwarnung, Just Cause 3 kann auch komplett offline gespielt werden. Dann kriegt ihr von diesem Feature nichts mit. Dazu startet ihr am PC Steam im Offline-Modus oder zieht eurer PlayStation 4 oder Xbox One den Netzwerkstecker. Apropos PC-Version, Just Cause 3 sieht am PC einfach großartig aus und läuft sehr flüssig, ohne jede FPS-Beschränkung. Die Explosionen sind natürlich ein besonderer Augenschmaus. Just keep following those pipes. Die Steuerung mit Maus und Tastatur ist ausnehmend präzise, aber auch mit dem Gamepad steuert sich Just Cause 3 sehr gut. Alle Tasten lassen sich frei belegen, so haben auch Linkshänder Spaß am Spiel. So muss eine PC-Umsetzung aussehen. Seid ihr bereit für ein bisschen Action? Echt nett von dir, Rico, aber auf Selbstmord stehe ich nicht so. Kommt schon, Theo! Nein, nicht dieses Mal, Rico. Viel Glück. Mit Just Cause 3 ist die Serie endlich da angekommen, wo sie schon immer hin wollte. Auf einer Stufe mit den ganz Großen des Action-Genres. Im Vergleich zum Vorgänger zeigt sich Teil 3 zwar nur punktuell verbessert, aber alleine der neue Wingsuit, die geänderte Arbeitsweise des Greifhakens und das Plus an Mobilität katapultieren das Spiel auf einen ganz neuen Level. Allerdings muss man schon ein bisschen Experimentierfreude mitbringen, um auch abseits der guten Story-Missionen Spaß zu haben. Basen und Städte sind zwar weitaus abwechslungsreicher aufgebaut als in Just Cause 2, dennoch kann sich bei satten 130 zu befreienden Siedlungen irgendwann ein gewisser Gewöhnungsfaktor einstellen. Daher liegt es an euch, kreative neue Arten der Zerstörung zu finden. Diese Herangehensweise hatte bei uns im Test einige der überraschendsten, spaßigsten und verrücktesten Actionsequenzen zufolge, die wir je in einem Open-World-Spiel erlebt haben.